Moin. Die Woche war ganz schön anstrengend. Ich bin mal weg für eine Zeit, natürlich zu erreichen, immer per Mail. Einige wissen, wie ich zu erreichen bin. Vorgestern hatten wir dementsprechende Gespräche mit auch euch bekannten Menschen. Und die nächste Zukunft wird zeigen und wird ergeben, dass sich einiges sehr, sehr viel schneller ändert, als wir uns das heute noch vorstellen können. Wir sind auch heute Morgen, ich bin heute Morgen angefangen zum Halali zu blasen. Es ist eine gefährliche Sache. Das ist mir klar, sich mit einigen Organisationen einzulassen, respektive sie aufzudecken. Ich will sie gar nicht mal bekämpfen. Ich will sie nur aufdecken und wer da insgesamt mitspielt. Mehr ist das nicht. Kommen wir zum Weltgeschehen. Die Honigmann-Nachrichten vom 1. Februar 2013, Nummer 23. Warschau, Brüssel. Die EU-Kommission hat Zahlungen an Polen zum Straßenbau in Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro blockiert, berichteten mehrere Medien wie die Irish Times und der EU Observer. Die Entscheidung fiel, nachdem die polnische Staatsanwaltschaft gegen 10 Chefs von großen Straßenbaufirmen und einen Beamten in Polens Straßenamt Anklage erhoben hatte. Polen protestiert gegen die Entscheidung der EU-Kommission vehement. Bei den blockierten Geldern handelt es sich um eine 4 Milliarden Euro EU-Subvention aus dem Infrastruktur- und Umweltprogramm. Zum anderen geht es um 382 Milliarden Euro aus dem Programm zur Entwicklung Ostpolens. Die EU-Kommission will die Zahlung erst dann fortsetzen, wenn Polen die möglichen Unregelmäßigkeiten und das Risiko, dass andere Projekte betroffen sind, aufgeklärt hat, zitiert EU-Observer ein Schreiben der Kommission. Elżbieta Bienkowska, Polens Ministerin für Regionalentwicklung, nannte die plötzliche Entscheidung der EU-Kommission vollkommen unvernünftig. Das kann ich mir vorstellen. Das polnische System der Projektvergabe sei vollkommen gerecht und in dem vorliegenden Rechtsstreit sei Polen der Leidtragende. Das sehe ich so nicht. Aus dem EU-Gipfel in der kommenden Woche wird der polnische Premier Donald Tusk versuchen, Deutschland, Großbritannien und Holland zur Zahlung höherer Summen im neuen EU-Budget für den 2014 bis 2020 zu bewegen. Polnische Diplomaten zeigen sich daher eher bestürzt über das Timing der EU-Kommission. Sie wittern dahinter die PR-Aktion oder hinter dieser PR-Aktion eine gezielte Taktik. Brüssel wolle bei den reichen Nordländern Stimmung gegen die Polen machen, damit Deutschland und Co. endlich das EU-Budget durchwinken. Wir brauchen keine Stimmung dagegen zu machen. Wirklich nicht. Das haben sie schon selbst geschafft. BRID. Die Scheinsteuer der GEZ, die sich ebenfalls Deutschlands größte private Datenbank anlegt und das mittels einer staatlichen Erlaubnis, wird es wahrscheinlich nicht in die Haushalte schaffen. Ein juristisches Gutachten über den neuen Rundfunkbeirat könnte ARD und ZDF ernsthafte finanzielle Probleme schaffen. Die Expertise des renommierten Leipziger Verfassungsrechtlers Christopher Degenhardt belegte die tiefgreifenden Bedenken. Der Rundfunkbeitrag dürfte verfassungswidrig sein. Jedenfalls erhält er innere Widersprüche und ist gesetzgeberisch Flickwerk. Sollten sich die Gerichte den rechtlichen Bedenken anschließen, stünden die Öffentlich-Rechtlichen ohne Einnahmen da. Die haben übrigens genug, machen wir uns auch nichts vor. Da der alte GEZ-Beitrag nach Rundfunkstaatsvertrag abgeschafft wurde. Rundfunkstaatsvertrag, Staatsverträge können nur zwischen Staaten geschlossen werden, nicht zwischen einer privaten Rundfunkeintreibungsfirma und dem sogenannten Staat, ist rechtlich nicht haltbar. Außer Spesen also nichts gewesen, aber das ist das Problem des öffentlich-rechtlichen Lügenprogramms, Propagandaministeriums und nicht das der Bürger, meinte index-ex-purgatorius.wordpress.com. Damaskus, Tel Aviv.
Wie der Kommandeur der syrischen Armee mitteilte, bombardierten Kampfflugzeuge des nationalzionistischen Apartheid-Regimes am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr in der Gegend von Jamraya nördlich von Damaskus Ziele der syrischen Verteidigungsindustrie, ermordete 2 Menschen und verletzte weitere andere. Westlich Hasbara-Schleudern von Reuters bis Tagesschau haben, umgeben von dem für Israel-Lobby typischen Propagandanebel der Ambiguität, den erfolgreichen Luftangriff gegen Syrien gefeiert, und Jakob Lafin hat in der regimenahen zionistischen Siedlerpostille Jerusalem Post den zionistischen Luftangriff gegen Syrien freudig bestätigt. Bezüglich der genauen Ziele sind das wohl eher regierungsnahe Orte und Gebäude gewesen. Überraschend, Angriff ausgerechnet am 30. Januar 2013. Derlei Ziele sind jedoch nicht überraschend. Das Parteibuch belegte immer wieder mit Zitaten und Dokumenten früherer Zionisten Syrien als gegenwärtiges Ziel in massenmörderischen zionistischen Plot. Trotz des taktisch erfolgreichen Angriffs müssen die Zionisten einen strategischen Preis dafür bezahlen. In der Folge ist klar, es besteht erstens die Notwendigkeit der Verbesserung der Luftabwehr gegen zionistische Angriffe, und das gilt auch für Libanon. Zweitens beweist der Bombenangriff, das zionistische Regime lässt sich nicht von Abschreckungspotenzialen hier der syrischen Armee von sowas abhalten. Verbesserte Kooperation von Iran und Syrien mit der Demokratischen Volksrepublik Korea. Drittens wird die Behauptung diskreditiert, das zionistische Regime würde Syrien insgeheim im Kampf gegen die Terroristen unterstützen. Der Angriff beweist unterdessen, das zionistische Regime die Überzeugung gewonnen hat, der Krieg gegen Syrien ist nicht mehr zu gewinnen. Die Führung des zionistischen Apartheidsregimes hat die Angespanntheit der syrischen Armee deshalb ausgenutzt, um wenigstens taktische Ziele zu erreichen. Das stand bei nocheinparteibuch.wordpress.com. Paris. Gekürzter Artikel von extremnews.com. Der französische Intellektuelle Terry Mason äußerte sich erneut zu dem Militäreinsatz der französischen Armee in Afrika. Mason schrieb auf voltairenet.org: Nicolas Sarkozy und François Hollande setzen die französische Armee ein, um private und ausländische Interessen zu bedienen. Sie schicken Männer in den Tod, um die Elfenbeinküste, Libyens Goldreserven, Syriens Gas, Malis Uran zu plündern. Das Vertrauen zwischen den Befehlshabern und den Soldaten, die in der Armee dienen, um das Vaterland zu verteidigen, ist zerbrochen. Maissan weiter: Die militärische Abenteuer von Nicolas Sarkozy und François Hollande in Afghanistan, Elfenbeinküste, Libyen, Syrien und jetzt in Mali werden innerhalb der französischen Streitkräfte als sehr heftig diskutiert. Und die Opposition, die sie begegnen, hat einen kritischen Punkt erreicht. Einige Beispiele: im Jahr 2008, als Nicolas Sarkozy den Einsatz der französischen Truppen in Afghanistan veränderte, um aus ihren Hilfskräften der amerikanischen Besatzungstruppen zu machen, weigerte sich der Stabschef der Armee, General Bruno Couchet, die Leclerc-Panzer dort einzusetzen. Die Krise war so groß, dass Präsident Sarkozy den ersten Vorwand benutzte, um General Couchet zum Rücktritt zu zwingen. Im Jahr 2011 war Admiral Pierre-François Fauressier, Stabschef der Marine, in der Reihe, öffentliche Zweifel an der Operation in Libyen zu üben, die seiner Meinung nach die französischen Streitkräfte von ihrer Hauptaufgabe, der Verteidigung des Vaterlandes, abbrächte. In den letzten 5 Jahren machten sich dabei die meisten Offiziere, oft sehr gläubige Katholiken, die Überzeugung bereit, dass die Macht der französischen Armee von den Präsidenten Sarkozy und Hollande für private und ausländische Interessen der Amerikaner und Israels ausgenutzt würde. Es ist bekannt, dass Nicolas Sarkozy mit dem Militär keinen guten Kontakt hatte. François Hollande hingegen vermied ihn sogar. Bei seinem Besuch im Libanon am 4. November hielt er es nicht für angebracht, das französische Kontingent der UNIFIL zu begrüßen. Diese Beleidigung hat nichts mit Verachtung zu tun, sondern beruht auf seiner Angst mit dem Konflikt mit dem Militär. Körperprozesse. Nochmal extremnews.com. In unserem Körper wirken 4 Lebensprinzipien, um uns zu bilden und aufrechtzuerhalten. Zumindest sollte es bei den meisten so sein.
Verdauung, Schutz, Bewegung und Kontakt zwecks Aufrechterhaltung der Energieflüsse, das findet man eben auf allen Ebenen des Lebens. Erstens bei den Bakterien, zweitens unsere Zellen, die aus Bakterien unter anderem bestehen, unserem Gewebe, drittens, aus dem die Organe bestehen und viertens unserem Verhalten. Es ist auch nur ein Prinzip durch etwas Unvorhergesehenes bedroht, ein Ergebnis oder eine Information, sodass das Leben des Menschen in Gefahr scheint oder ist, wenn wir krank sind. Zellen und Gewebe für Verdauung und Schutz vermehren sich, die für Bewegung, Kontakt vermindern sich. Meistens merken wir das nicht. Es ist biologisch, dass sich die Zellen, Gewebe, die dem Prinzip der Verdauung, zum Beispiel Darm, und dem Schutz, zum Beispiel Lederhaut, dienen, sich in essentieller Not vermehren. Sie können besser verdauen, schützen. Zellen, Gewebe, die das Prinzip der Bewegung, Muskeln und Kontakt äußerer Häute, Sinnesorgane hervorbringen, bauen sich ab. Dies dient zur besseren Bewegung und dem besseren Kontakt. Es ist die ursprüngliche Situation wiederhergestellt, also falsche Informationen und das auslösende Ereignis empfinden wir es nicht mehr als bedrohlich, kehren sich die Vorgänge wieder um, um das betreffende Gewebe oder Organ in den Normzustand zurückzuversetzen. Die zuvor formierten Zellen und Gewebe, die der Verdauung und dem Schutz dienen, vermindern sich. Die zuvor verminderten Zellen und Gewebe, die die Bewegung und dem Kontakt dienen, vermehren sich wieder. In dieser Phase, meist Schmerzen, Müdigkeit, bekommen wir Fieber, Röteln, Schwellungen durch Neubildung, Entzündung. Der Körper bringt sich selber wieder ins Gleichgewicht. Auch unser Verhalten und unsere Wahrnehmung können dabei wieder abgehend Energie erzeugen, männlich, manisch, oder aufnehmend, wachsend, weiblich, depressiv werden, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Wenn wir diese Logik verinnerlichen, haben Sie die Erkenntnissystem von Dr. Harmer und die Biologie verstanden. Sie werden sich verstehen, den anderen, das Verhalten, die Gesellschaft, unsere Geschichte nicht mehr verurteilen, schrieb Dr. Stefan Lanka beim Klein-Klein-Verlag. New York, Tel Aviv. Abermals geht eine wirklich wichtige Schlagzeile nach einem Scharmützel der Israelis unter. Während sich die ganze Presse auf den Luftangriff Israels konzentriert, wurde in Genf vom UN-Menschenrechtsrat eine klare Botschaft nach Tel Aviv gesendet. Sofortiges Stoppen der Siedlungspolitik und Abzug der Siedler aus den besetzten Gebieten. Hätte das nicht schon vor 10, 15, 20, vor 25 Jahren sein müssen? Diese Nachricht ist an Sprengkraft kaum zu überbieten. Der Guardian titelt, Israel muss alle Siedlungsgebiete räumen oder es bekommt ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das stört die auch nicht, das wissen wir nicht. UN-Menschenrechtsrat klagte, Israel verletze die Genfer Konvention und sollte sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof, so ikanews.de, verantwortlichen. Der Internationale Strafgerichtshof ist zuständig für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Israel seine Unterstützung des Rom-Statuts zurückzog. Rom, denkt er dran. Der Bericht des UN-Menschensicherheitsrates dürfte in Israel für ordentlichen Unbehagen sorgen und Israel will sich nach eigenem Bekunden niemals einem Verfahren in Den Haag unterordnen. Genau das sehe ich auch so. Fazit, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung für Netanyahu. Er ist mit einer deutlichen Eskalation im Nahen Osten zu rechnen, wird die internationale Gemeinschaft zeigen, dass sie auch als solche zu betrachten ist und wird man den Mantel des Schweigens ausbreiten, wie die Nachrichtenagenturen und Medien es machen? Die Lage ist sehr ernst und in wenigen Wochen dürfte die Antwort etwas deutlicher werden. BRID. Die Verkaufszahlen für Autos und Nutzfahrzeuge in Europa sind massiv eingebrochen und die großen Hersteller müssen ihre Produktion in Europa entsprechend zurückfahren. Vor diesem Rückgang sind auch die Zulieferer betroffen. Sie sind allerdings deutlich besser auf die Rezession vorbereitet als die großen Autohersteller. Wir haben da schon mal drüber berichtet. Auch in den Jahren 2008 bis 2009 war die Nachfrage über Nacht eingebrochen, was bei den Zulieferern viele Insolvenzen und Entlassungen zur Folge hatte. Doch diese Marktbereinigung kommt der Branche nun zugute. Wir sehen bei den Zulieferern nicht die Überkapazitäten, von denen die Autohersteller betroffen sind, da diese Kapazitäten 2008 bis 2009 angepasst wurden, zitierte die FT den Bosch-Manager Bernd Bohr
meldete deutschewirtschaftsnachrichten.de. Die europäischen Autozulieferer beschäftigen 5 Millionen Menschen. Viele Unternehmen haben die Massenproduktion zurückgefahren und konzentrieren sich auf anspruchsvollere Technologien wie Sicherheit, Treibstoffeffizienz und Informationssysteme. Auch orientieren sich zunehmend international, denn anders als in Europa wachsen die Autoverkäufe weltweit. Große Zulieferer wie Bosch und Continental haben ihre Produktion in USA, China, Korea ausgebaut, um die Nachfrage dort zu bedienen. Trotz ihrer im Vergleich zu den Autoherstellern guten Lage müssen die Zulieferer ihre Kosten fest im Griff behalten. Bosch will seine Fixkosten auf den Prüfstand legen und seine Ausgaben einschränken. Es hat bereits das Arbeitszeiten hunderter Arbeiter gekürzt. Auf diese Weise kann Bosch die schwächere Nachfrage nach seinem Dieselsystem in Südeuropa begegnen. Berlin. Dieser Mann befürwortet Kampfdrohnen und sagte Donnerstag, die gezielte Tötung sei ein Vorteil der unbemannten Kampfdrohnen, eine Anmaßung und eine Schmutzigkeit sondergleichen. Ich frage mich, ist er psychisch krank? Kommt jemand wie de Maizière in die Politik, um ihren Bedrohungswahn ausleben zu können? Oder ist das alles nur ganz gewöhnlicher Lobbyismus der Waffenindustrie? Fragte localchange.wordpress.com. Es ist auch Angstmacherei und das ist vom System der neuen Weltordnung so vorgeschlagen worden, damit die Leute ihre Freiheit abgeben und dafür angebliche Sicherheit bekommen. Es wird nie so klappen. Mit seinen Forderungen zeigt er erstens, er unterliegt der unbewiesenen Verschwörungstheorie, dass wir dadurch irgendetwas, irgendjemand angegriffen werden, außer durch die Politiker selbst natürlich. Er baut einen Militärstaat. Er baut die freiheitliche Grundordnung ab. Er schürt damit bewusst die Aggression anderer Kulturen gegen Deutschland, wie heute wieder vermeldet wurde, von Griechenland aus. Er setzt das Grundgesetz, das Völkerrecht, das Menschenrecht faktisch außer Kraft. Das Menschenrecht ist in Deutschland nicht mal gültig. Das Völkerrecht wird nicht anerkannt. Das Grundgesetz gibt es gar nicht als solches. Oder es ist ungültig. Als ob NATO-Bomben auf Hochzeitsgesellschaften und Uranmunition nicht schon genug wären. Deutsche Bomben, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Thüringen. Vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zur angeblich rechten Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund, also nationalzionistischer Untergrund, hat ein ehemaliger Zielfahnder schwere Vorwürfe gegen die Thüringer Sicherheitsbehörden erhoben. Der Zielfahnder Sven Wunderlich sagte am Donnerstag vor dem Gremium, dass die Polizei kurz nach dem Untertauchen des Terrortrios vom Landesamt für Verfassungsschutz gebeten worden war, nicht im rechtsradikalen Umfeld zu ermitteln. Nee, braucht er auch nicht und sollte er nicht, weil der Verfassungsschutz da drin ist. Das muss man sich also schon mal durchdenken, was das heißt. Der Verfassungsschutz lanciert das und wir stehen unter Kontrolle des Verfassungsschutzes. Mir ist gerade vorgestern zu Ohren gekommen, dass der Verfassungsschutz sich eine halbe Stunde nach Einstellung des Videos vom Richter Heindl schon dafür interessiert war. Eine halbe Stunde später. Ich bin vorgewarnt worden davon. Zur Begründung habe es geheißen, man wollte keine Unruhe in die Szene bringen. Außerdem seien Informationen der Polizei nicht an die zuständigen Fahnder gelangt. So sei kurz nach dem Untertauchen der Gruppe in einer Garage in Jena neben Sprengsätze eine Adressenliste gefunden worden, die die Fahnder auf die Spur der Gruppe hätte bringen können. Sie wurde den Ermittlern jedoch nicht übergeben. Wunderlich sagte weiter, die Garagenliste sei auch in Akten nicht aufgetaucht. Erst 2013 habe sie urplötzlich in den Unterlagen entdeckt werden können, schrieb der mdr.de. Wunderlich sagte in seiner Vernehmung auch, dass es schon 1997, 1998 den Verdacht gegeben habe, dass Beate Zschäpe eine Quelle des Verfassungsschutzes gewesen sei. Belege dafür gäbe es jedoch nicht. Wunderlich hätte Zschäpe 97 vorübergehend festgenommen, eine spezielle Fahndung nach dem Trio habe es aber nach Rücksprache mit dem Bundeskriminalamt aber nicht gegeben. Auch Hinweise, wonach die Gruppe in den Rechtsterrorismus abgeglitten sein soll, sei nicht nachgegangen worden.
Santiago. Die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, der CELAC, ist aus dem Gipfeltreffen mit der EU in der chilenischen Hauptstadt Santiago verstärkt hervorgegangen. So pochte die Ländergruppe in den Abkommen mit der EU auf das Recht, die eigenen natürlichen Ressourcen vor europäischen Investoren zu schützen und verurteilte das US-Handelsembargo gegen Kuba. Die 33 Regierungs- und Staatschefs der CELAC ließen Passagen der Abschlussaufklärung von Santiago den rechtlichen Rahmen für europäische Investoren in der Region vorgeben, auf der Konferenz vom 25. bis 26. Januar zu ihren Gunsten abändern. Die größten Meinungsunterschiede zwischen den lateinamerikanisch-karibischen Ländern und der EU betrifft die Rechtssicherheit. Das mit der Rechtssicherheit sehen wir hier in Deutschland auch so, nicht? Wir haben keine seit 1990. Es ist nicht so, dass wir keine Rechtssicherheit gewährleisten wollen, sondern wie die EU unsere eigene Sichtweise haben, meinte der bolivianische Kommunikationsministerin Amanda Davila, berichtete neopresse.com. Davila zufolge hat die CELAC in ihrer Erklärung zum Abschluss des zweitägigen Gipfels einen großen Schritt nach vorne getan, indem sie auf ihre Souveränität pocht, wie dies Lateinamerika bereits im Zusammenhang mit den Malvinen, den Falklandinseln, Kuba, der Forderung nach einem Meereszugang getan hat. In der Erklärung von Santiago signalisierten die Länder ihre Bereitschaft, ein investorenfreundliches Umfeld zu schaffen. Davila zufolge müsste die ausländischen Investoren das Recht der lateinamerikanischen und karibischen Länder anerkennen, Regelungen einzuführen, die es ihnen ermöglichen, nationale und internationale Verpflichtungen einzuhalten. Damaskus. German.ire.ir mit folgenden Informationen zum Angriff auf Syrien. Kampfjets des zionistisch-israelischen Regimes haben am Mittwoch ein militärisches Forschungszentrum in Jamalaya nahe Damaskus mit Raketen beschossen. Der Generalstab der syrischen Armee gab bekannt, dass bei diesem Angriff 7 Menschen getötet bzw. verletzt wurden und große Schäden an dem Gebäude entstanden sind. Das ist eigentlich eine Kriegserklärung, ist das klar? Und die Mainstream-Medien, die großen, schreiben da überhaupt nicht drüber. Kein Wort bis jetzt. Die Flugzeuge hätten durch niedrige Flughöhen die Radarkontrolle untergangen. Und in dem Bericht der syrischen Armee hieß es weiter, dass dieser Angriff erfolgte, nachdem in den letzten Monaten terroristische Gruppen mehrfach vergeblich versucht hätten, in dieses militärische Forschungszentrum einzudringen. Der terroristische Anschlag werde Syrien nicht schwächen. USA bestätigen israelischen Angriff auf Syrien. Damaskus, New York. Israel hat Luftanschläge gegen Syrien geflogen. Über die Ziele gibt es widersprüchliche Meldungen. Die Amerikaner sagen, der Angriff habe einen Fahrzeugkonvoi gegolten. Syrien sagt, ein Forschungszentrum sei bombardiert worden, konstatierte deutschewirtschaftsnachrichten.de und ntv oder n-tv.de schrieb, US-amerikanische Regierungsbeamte haben nach US-Medienberichten einen israelischen Raketenangriff in Syrien bestätigt. Die Kampfjets hätten nahe der Hauptstadt Damaskus einen Konvoi bombardiert, der mit hochmodernen Flugabwehrwaffen auf dem Weg zur Hezbollah-Miliz im Libanon gewesen sein, berichtete die New York Times. Israel habe die USA über seine Attacke informiert, schrieb die Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Informationen. Sie wollen den Krieg mit aller Gewalt und haben ihn eigentlich damit erklärt. International weit. Das sollte klar sein, sollte jedem hier klar sein. Washington. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, bezeichnete Erdogans Kommentar zur SCO Entschuldigung, im Kanal 24 des türkischen Fernsehens als eine interessante Idee, wenn man berücksichtigt, dass die Türkei Mitglied der NATO sei. Sie haben im Übrigen Erdogans Auslassungen nicht gesehen. Wir werden sehen, wie das gehen soll. Sie braucht es nicht zu sehen, das wird ihr erzählt von ihren Leuten, die hinter ihr stehen. Sie ist nur eine kleine Marionette. Völlig klar, die USA sehen den Abgang eines wichtigen strategischen Partners aus dem eigenen Militärbündnis
und seinen Wechsel in den zumindest potenziell gegnerischen Bündnis nicht tatenlos zu. Die SCO stellt auch eine wichtige pazifische Komponente dar, wenn man einmal die Aufnahme der Observerländer Iran, Pakistan, Indien voraussetzt und die bereits vorhandenen Player Russland und China berücksichtigt. Die EU schweigt, wie unsere Mainstream-Medien auch. Ihr hat Erdogans Version offenbar ganz offiziell die Sprache verschlagen. Viele Telefonate mit Obimbo und Merkel werden nötig sein, bis Madame vor die TV-Kameras tritt, mit den Daumen und Zeigefinger beider Hände eine Raute vor dem Bauch bildet und den, oder eine Pyramide, nicht? Und den sofortigen Beitritt der Türkei zur EU als absolut alternativlos verkündet? Passende Frage von almabu.wordpress.com. Besonders pikant ist Erdogans Statement, wenn gleichzeitig zwei NATO-Partner und EU-Staaten wie Niederlande und Deutschland Patriot-Raketenabwehrsysteme in die Türkei oder in der Türkei installiert haben und diese gegen den bösen Assad zu schützen, zu verteidigen. Es ist ein gutes Timing von Erdogan. Die Türkei fürchtet die Diskussion der EU über Demokratie und Menschenrechte, mit denen sie in der SCO nicht behelligt werden würde, meinte hingegen die türkische Opposition, CHP. Sie kritisieren Erdogan dafür, so wichtige Entscheidungen ohne jegliche politische Diskussion im TV loszubrechen. Erste Reaktion in der EU, Frankreich scheint seinen Widerstand gegen die Eröffnung von 5 zentraler Verhandlungskapitel aufzugeben. Außenminister Laurent Fabius trifft einen türkischen Kollegen Ahmet Davutoğlu in seinem Wochenende bei der Sicherheitskonferenz in München. Für diesen Anlass wird erwartet, dass Frankreich die Eröffnung von zumindest einem weiteren Verhandlungskapitel in Aussicht stellt. Die Sicherheitsmaßnahmen in München sind heute angelaufen, so exorbitant wie noch niemals vor einem Treffen irgendwelcher internationaler Puppen. Moskau. Das Bruttoinlandsprodukt Russlands ist im Jahr 2012 nach vorläufigen Angaben um 3,4% gewachsen, hat somit unter den offiziellen Prognosen von 3,5% gelegen, wie das russische Statistikamt am Donnerstag berichtete. Das russische Wirtschaftswachstum hat sich im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr, als das BIP-Wachstum bei 4,3% gelegen hatte, verlangsamt. Das Volumen des BIP im Jahr 2012 in Russland hat nach vorläufiger Einschätzung 62,3569 Billionen Rubel, etwas mehr als 2 Billionen US-Dollar, bei den jeweiligen Preisen betragen. Der physische Volume-Index des BIP machte 103,4% gegenüber dem Vorjahreswert aus, so der Bericht. Die Deflationsindex des BIPs im Jahr 2012 hat gegenüber den Vorjahrespreisen 108% betragen, informierte de.rian.ru. MH sollte diesen verlangsamten Wachstum etwas größer als das deutsche sein. Möglich. Teheran. German.iron.ir zum Zweiten. Der iranische Staatspräsident Mahmoud Ahmadinejad bezeichnete bei einem Treffen mit dem omanischen Außenminister Yusuf bin Ali in Teheran die Beziehung zwischen beiden Ländern als stabil und fügte hinzu, Teheran wird alle Möglichkeiten für den Ausbau der Zusammenarbeit in verschiedenen bilateralen, regionalen, internationalen Bereichen mit Maskat nutzen. Er wies bei dem Treffen auf die regionalen und internationalen Entwicklungen hin. Wenn bei allen Entwicklungen Gerechtigkeit und Würde respektiert werden, werden alle Seiten davon profitieren und die Islamische Republik Iran ist besser zur Verbreitung der aktuellen Lage im Sinne der Menschheit umfangende Kooperationen zu leisten. Der iranische Präsident äußerte auch, dass die aktuelle Krise in der Region nur zugunsten der Feinde der Menschheit sei und forderte weiter Anstrengungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit, um Brüderlichkeit, Fortschritt, Wohlstand zu vertiefen. Schöne Worte. Yusuf bin Alawi bezeichnete bei dieser Zusammenkunft die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Maskat als positiv und lobte den islamischen Widerstand gegen die imperialistischen Mächte. Moskau, Washington. Moskaus Vorschläge zur Regelung der Situation in Syrien treffen laut dem amtlichen Sprecher des russischen Außenministeriums Alexander Lukaschewitsch
auf einen harten Widerstand der USA. Unsere beiden Vorschläge sind auf einen harten Widerstand der westlichen Partner, vor allem der USA, gestoßen. Es handelt sich logischerweise die Frage, wer eigentlich das Vorankommen bei der Umsetzung des Genfer Schemas immer wieder Hemmschuhe in den Weg gelegt hat. Die Antwort liegt offenbar auf der Hand, so Lukaschewitsch am Donnerstag. Laut dem Sprecher bestand einer der Vorschläge Moskaus darin, dem Genfer Kommuniqué der Syrien-Aktionsgruppe im UN-Sicherheitsrat zuzustimmen. Und zwar in durch Konsens abgestimmte Formulierungen, die Einstellung oder Zwecklügen ausschließen würden. Bis dahin sollte die Initiative in New York bei einem Treffen der Aktionsgruppe auf der Ebene der UN-Botschafter besprochen werden. Die gute Nachricht zum Schluss von greuthoff.de, Eileen Kedin: Herzenstüren öffnen. Lass kein Wunschdenken in diesem spirituellen Leben zu. Es ist ein sehr wirkliches, praktisches Leben, voll Spannung und Erwartung. Erwarte, dass das Unmögliche möglich wird. Das Wunder über Wunder geschehen, ganz einfach, weil du nach meinen göttlichen Gesetzen lebst und sie sichtbar machst. Wenn du nach meinen Gesetzen lebst, kann derzeit alles geschehen, wenn du mit den höheren Kräften im Einklang bist und von einer höheren Bewusstseinsebene auswirkst. Du wirst eins mit dem Universalgeist, mit mir. Wenn es keine Trennung gibt und wir als eins wirken, ist alles möglich. Bringe dich also im Einklang. Beginne den Tag, indem du mit mir in Einklang kommst. Still bist und jeden innerlichen Frieden und jede Gelassenheit findest, die nicht zerstören kann. Ein empfindliches Messinstrument muss bestimmt und gestimmt werden, bevor man darauf spielen kann. Wie viel mehr musst du jeden Tag gestimmt werden, bevor du im Orchester des Lebens stößt und deinen Part darin spielst? Gut. Das war es einmal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder. Und ich bin dann mal weg. Euer Honigmann. Tschüss.